ein Bodenablauf im Pool montiert und wird er benötigt? Der Bodenablauf ist kein Standardelement unserer Poolausrüstung. Natürlich können wir ihn auf Wunsch montieren. Dies ist jedoch nicht notwendig, da mit Hilfe einer Tauchpumpe das Becken entleert werden kann. Eine richtige Zirkulation des Wassers im unteren Teil des Schwimmbeckens erhält man durch eine entsprechende Einstellung der Multiflow-Kugel in der Einlaufdüse. Wie kann man Wasser aus dem Pool ablassen? Das Wasser wird aus dem Becken abgelassen, indem das Mehrwegventil in die Stellung Entleeren geschaltet wird. Das restliche Wasser kann mit einer Tauchpumpe abgepumpt werden, wenn Sie keinen Bodenablauf im Becken eingebaut haben. Kann ich nach der Saison Wasser in den Garten gießen? 2 Wochen vor der geplanten Entleerung des Beckens werden keine chemischen Mittel mehr eingesetzt. Das Wasser ist danach frei von Chlorbindungen und es kann verwendet werden, um zum Beispiel den Garten vor dem Winter zu bewässern. Wie wird ein Pool für den Winter vorbereitet? Wenn du deine Schwimmsachen verstaust und warme Kleidung aus dem Kleiderschrank ziehst, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Pool für den Winter vorbereitet werden sollte. Dies erfordert mehrere Schritte. Zuerst wird das Wasser aus dem Becken unter dem Niveau der Düsen und des Kimmers abgepumpt. Anschließend müssen die Leitungen trockengelegt werden, zum Beispiel mit einem Kompressor und Druck. Der nächste Schritt ist die Entwässerung des Filters und der Filterpumpe. Vergesse nicht, die Filterpumpe zu demontieren und in einem warmen Raum unterzubringen. Schütte Überwinterungsmittel, Winterkonservierungsmittel in das restliche Wasser im Pool, um Algenbildung zu verhindern. Detaillierte Informationen erhältst du auf unserer Homepage.